So. Jetzt rennen wir wieder einbauen können, wir da nicht auf die Stufe steigen. Wir sind jetzt 134, 140 brauchen wir, damit wir das gesperrte Rennen rechts fahren können. Dann jage ich hier kurz noch einmal, mache ich hier kurz noch ein Rennen, wenn es geht. Und dann geht's weiter. So, dann fahren wir das eine Rennen noch. Ich glaube, wir kriegen wieder die volle Kohle. Das heißt, wir können schon Kohle farmen. Kohle, Kohle, Kohle. Ja, ich weiß, wir sind in der letzten Folge schon gefahren, aber wir fahren es jetzt nochmal. Kontakt, Kollege. Okay, du möchtest also spielen mit mir. Mit deiner kleinen rosa Knutschkugel hier. Also noch etwas längere Rennen. Naja, egal. Kriegen wir hin. Dafür gibt es wieder Kohle ohne Ende und wir können wieder Kohle werden und dann haben wir genau das Limit. Können wir gleich weitermachen, der Story. Wenn wir das durch haben, fahren wir auch ein bisschen Nachtrennen. Und damit wir auch ein bisschen in der Stufe aufsteigen. Und uns auch wieder neue Teile holen können. Dass wir in der nächsten Folge wahrscheinlich nochmal wieder ein bisschen Nacht fahren. Wenn es keine Kopf sein kann, keine Kopf belästigen, weil das Ding hier ist legal. Die Tagrennen sind immer legal, die Nachtrennen sind dann halt die, wo es dann Ärger mit den Kopf geben könnte. Ups. Wenn man zu sehr abkürzt, wird man leicht abgebremst, aber das ist egal. Der Vorsprung ist natürlich, das kommt wieder, aber wir sind mittlerweile bei fast 800 Meter Vorsprung. Auch das Rennen ohne Probleme geholt. So, jetzt hier nochmal Kohle, das wäre schön. Ja. Gut, wunderbar. 11.000 nochmal geholt.
So, 4 Kopf. Wunderbar. Und dann können wir nochmal in die Garage und dann können wir nämlich unser Auto jetzt aufbauen. So. So. Hast du dich in der Stadt schon umgesehen? Ja. Sie ist echt interessant. So, zack, und schon haben wir die. Haben wir das Limit. Sehr gut. So müssen wir nicht alles an Teilen haben, ne? Ja. Okay, dann gehen wir jetzt mal aufs Optik-Tuning schnell noch. Karosserie. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen Heckkotflügel. Den. So, dann gucken wir uns mal neue Reihe Hinterräder an. Eine. So, Felgen. Was haben wir denn schön für Felgen? Hm. Bei den ersten gar nicht mal so, schon so gar nicht mal so schlecht. Ich bin ja eher fest für diese BBS-Felgen. Wenn ich ehrlich bin, ich nehme die. Nein, warte mal. Ansicht, dann kann ich ihn hier was größer setzen. Geht nicht, ne? So. Primäre, sekundäre. Größe ändern, doch. Perfekt. So, 13 war das. Sekundärfarbe brauchen wir nicht. Bremszettel. Schön die guten Felgen. Schön die guten Bremsbeläge. Bremsscheiben. So. Felgen. Felge wechseln. Die 13 hatten wir drauf. Wenn ich richtig gesehen habe. Ja. So. Felge wechseln. Mehr Farben haben wir in Größe ändern. Das heißt, wir haben leider keine Kohle mehr für die Bremsbeläge und so. Oh, Jacke wie Hose. So. Gut, dann haben wir das auch soweit. Auto sieht nach Auto aus. So, und dann gehen wir auf die Straße wieder. Ach, eigentlich wollte ich an den Tag noch mal kurz gehen. Das war eigentlich. Ja, höher dann Heat. So. Das war eigentlich nicht der Plan. So. 143. So, dann gehen wir zu der alten jetzt hin. Gut, meine Kur ist Stufe 7, obwohl ich keine Kur habe. Aber man kann sich ja theoretisch auch uns anschließen oder mir anschließen. Also falls ihr da Bock drauf habt, kann man gerne auch ein bisschen zusammen Porn City unsicher machen. So, jetzt hoffe ich, dass ich die weitermachen kann, weil ich habe die 100, ich habe ja die Stufe. Ich bin ja 143 mittlerweile mit dem Auto. Warum kann ich nicht weitermachen? Ich habe
143, empfohlen ist 140. Ach, ich muss Stufe 7 mehr sein. Okay, das ist, erklärt alles jetzt. Scheiße, ich muss jetzt also doch Rennen fahren noch. Tagsrennen fahren. Okay, dann können wir noch nicht weitermachen. Dann gehen wir jetzt in die Nacht. Und gucken mal, was haben wir denn noch Schönes noch? Haben wir noch ein paar Nachtrennen? Ja, da unten ist noch eins. Okay, dann müssen wir tatsächlich in die Nacht. Die ersten Rennen fahren. So, das Rennen wollten wir ziemlich am Anfang mal fahren. Dann fahren wir jetzt ein paar. Dann fahren wir jetzt das. Mal weg. Stimmt, das Rennen wollte ich ansetzen, da hat sich das Spiel nämlich aufgehangen. Genau, da hat sich das Spiel halt geschossen nehmen. Ach, hau ab von mir. Okay. Hier könnte man dann noch ein bisschen Ärger bekommen mit dem Kopf. Jetzt geh mal weg da. Gut, dass das hier auch nur ein Sprint drin ist. Den absetzen jetzt mal von den Jungs und Mädels da hinter uns. So, die sollen mit der Traktionskontrolle besser mit zurechtkommen als im allerersten Rennen, wo wir ja nur Dritter geworden sind. Die Ecke kennen wir ja nur aus dem Mondkursrennen, was wir noch vorhin gefahren sind. Ich glaube, das ist groß genug. Wir haben jetzt noch etwa 10%. Oder 500 Meter. So, das gibt keine Kohle, sondern nur dicke Erfahrungspunkte. Wir bräuchten ja Stufe 7. Wir sind jetzt 3 oder so. Muss wieder ein Rennen. Ich glaube, 3 sind wir, ne? Ne, 2. Ja, wir brauchen 7, um überhaupt in der Story weiterzukommen. Da ist auch eine Garage irgendwo, die ich mal kurz freischalte.
Eine weitere Tankstelle haben wir auch gefunden. Ah, geil. Schöne Waffe von mir. Geil, jetzt haben wir noch mit Ärger mit dem Kopf. Hilfe! Dieser Ranger ist vollkommen irre! Der Loser sitzt in der Falle. Ich warte hier immer noch auf einen Angriff. Wir versuchen immer noch, die Zielperson festzunehmen. Diese Verfolgung geht dir langsam auf die Nerven, also schick bitte sofort die Crew hier raus. Ihr habt Glück. Komm, geh woanders, Spielkollege. So, der ist also weg. Und der andere hat sich jetzt auch verabschiedet. Das war jetzt kurz. Pass da draußen auf dich auf. Die Cops machen jetzt offenbar ernst. Das sind jetzt langsam zur One-Man-Show. Könnt ihr vielleicht die anderen anfunken, Zentrale? Gute Neuigkeiten. Verstärkung ist auf dem Weg. So, der geht woanders spielen. Oh, ich muss selber mal ein bisschen auf mich achten jetzt. So, kann ich jetzt irgendwie mal... Scheiße, da ist doch... Da wäre eine Mist gewesen. Scheiße, jetzt habt ihr mich. Hey, solange nur dein Stolz verletzt ist. Na super. Mein Auto ist freigeschaltet. Eine Nissan noch, sehr schön. Autsch, der Wagen war ganz schön am Ende. Ich hätte es fast sogar noch geschafft. Keine Kohle mehr, ne? Die haben mir jetzt Geld abgenommen. Scheiße. Weil sie dann doch ein bisschen was von mir wollten. Ich brauche doch immer ein neues Auto. Meiner Trainingsrennen steht an, falls du also Lust hast. Klar, schick mir die Details. Ich kann immer noch nicht weiterfahren, ne? Sorry. Dann kann ich, ja, von der zu 7, ja klar. Ich muss leveln.
Ups. Mach ich sofort. Wir sehen uns dann in Downtown. Okay. So, das machen wir trotzdem in der nächsten Folge.